Ja, hallo meine Freunde der Sonne. Weiter geht's mit den Community-Wünschen. Danke, vielen, vielen Dank für die ganzen Vorschläge. Und der Vorschlag war von Tim. Ich habe jetzt nicht auf mein Handy gespickt. Genau, und ich sollte doch mal auf YouTube-Kacke, die Fahrradcops 2, ich sollte da drauf mal reagieren. Und das machen wir natürlich auch, ne? Ich bin gespannt. Ich versuche mich zusammenzureißen, denn ich kenne schon einen anderen Teil, der schon ein bisschen älter ist. Ich glaube, der zweite Teil ist jetzt gerade mal einen Monat draußen. Ich weiß, was ungefähr für eine Scheiße da kommt. Und ja, gucken wir einfach mal rein, ne? Mit Google. Was du da bist. Einsatz für die Radcops. Die Allmann-Polizisten sind mit einem Verabredet, der angefahren wird. Ah, ich glaube, da ist der Herr. Ja, da ist er. Safe. Schönen guten Tag. Sie haben mir geschrieben, dass Sie angefahren wurden. Du Vollidiot. Jetzt bei Igel TV. Du Vollidiot. Die Fahrradcops sind zurück. Ich finde das aber immer so, ich frage mich bei den Polizisten, ob die das cool finden. Weil es gibt ja so Reiterstaffel, okay, Fahrrad. Cops, ja, geht auch noch, kann man noch mitreden. Also es gibt ja jetzt schon diese Elektro-Vehicles und damit fahren sie auch bei uns immer rum, wo man sich draufstellt. Ich glaube, die haben 20 km/h oder sowas. Also sprich, wenn jemand abzischt mit so einem Elektro-Vehicle, dann haben sie meistens so einen Helm an. Das sieht so genial aus. Da frage ich mich so, die Polizisten so, sag mal, schämt ihr euch nicht so ein bisschen? Ihr müsst das machen, klar, so, wenn es eure Anordnung ist, mit so einem komischen Elektrovehikel rumzufahren, gut. Aber vor allen Dingen, hat das überhaupt einen Sinn? Weil wenn wirklich mal jemand vor euch ist und der einen Ladenraub begeht, ihr mit euren 20 km/h, der Typ ist weg. Der Typ ist weg über alle Berge und ihr... Das sieht immer so, ich muss da immer, man muss bei sowas dann eigentlich immer ernst bleiben, ne? Aber wenn man sie dann so sieht und klar, als Polizist, als Beamter möchte man ja auch ernst genommen werden, aber ich denke mir dann immer so, schwierig. Weltwiese, wie sie mir gefällt. Verbrecher werden in Köln auch auf dem Dienstrad zur Strecke gebracht. Ralf Kackheim ist schon seit 5 Tagen dabei. In seinem alten Leben verkaufte er den Kindern in der Sandkiste Heroin und Wodka. Außerdem wurde gegen ihn bereits ermittelt, wegen illegalem Handel mit Rosinen. Markus mit Rosinen, illegaler Handel mit Kompost. Ich sage ja, Kompost muss in Deutschland bestraft werden. Gerade die Leute hier, die meinen, ja, alles Bio oder was, ne? Muss bestraft werden. Kompost verbrennen und eine neue Anordnung, da wo die Kompostpflanzen waren, muss, keine Ahnung, ein bisschen Fleischfelder, ne? Mit Tieren halt. So. Nein, es ist natürlich Spaß, ne? Also ich esse ja auch hier und da mal Kompost, mal eine Banane oder sowas oder mal einen Salat. Esse ich ja auch und ist ja auch gesund. Soll man ja auch nebenbei machen, aber ne, da sollte man hart am liebsten seinen Ohren schmalz. Außerdem bringt er pro Schicht locker 30 Menschen um. Gibt einige Leute, die sind halt ein bisschen impulsiver und da liegt es an uns, erstmal drauf reagieren. Sicherlich nicht mit Argumenten, sondern erstmal mit Waffengewalt. Das ist eigentlich unser Ziel. Mit bis zu 18 Fahrradcops und einem serbischen Asylbewerber überwacht. Aber selbst das kann man kaum ernst nehmen. So, gut, man bleibt als Polizist, sage ich mal, sehr sportlich. Aber wenn ja so ein Fahrradpolizist da mit so einer Pistole kommt, so, bleiben Sie stehen! Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Dann noch mit Helm und so. Die beiden Polizisten sind Drogenabhängige. Wie schon gesagt. Da finde ich das mit den Fahrern noch viel besser als mit diesen. Müsst ihr mal gucken, bei euch bestimmt in jeder Großstadt fahren die da mit ihren Elektrovehikeln rum. Mal die Orientierung verlieren. So, hallo, ich grüße Sie. So Radfahrer wie Sie wollen wir nicht haben, dafür kämpfe ich auch. Okay? Ja, dann, schönen Tag. Tschüss. Heute haben die Schmutzmänner einen klaren Auftrag. Die Polizisten möchten neue Drogen besorgen. Ach, guck mal hier. So, hallo, ich grüße Sie. Ich würde gerne Drogen nehmen. Ja, haben Sie irgendwas dabei? Nein. Jo. Schade. Ach, schade. Finde ich nicht gut. Haben Sie irgendwas dabei zum Saufen? Hey! Polizei anhalten! Schönen guten Tag. Haben Sie irgendwas dabei?
Drogen dabei? Nein, ich gar nicht. Kennen Sie Drogen? Konsumieren Sie Drogen? Nein, nein, gar nicht. Weil stellt euch mal vor, das wäre wirklich so. Ihr seid mit dem Auto unterwegs oder mit dem Fahrrad und da kommen so Polizisten und fragen so jeden so, haben Sie Drogen dabei? Nein, okay. Haben Sie Drogen dabei? Nein, okay. Da komme ich so entgegen, ja, ich habe aber Kompost dabei. Sie bleiben stehen, Sie kommen ins Gefängnis. Sie machen was falsch. Kommissar Spastens kommt ja so richtig in Fahrt. Guck mal, ob ich den kriege. Da ist er doch, da ist er doch. Den hast du doch schon. Guck mal. So, hallo. Ja, haben Sie Drogen dabei? Nee. Das ist blöd, ne? Wir ziehen so Leute wie Sie aus dem Verkehr, samt Auto. Für die Beamten schier das zum Verzweifeln. Mitten in Köln werden selbst Spielplätze zum Kiffen und Schiffen missbraucht. Was machen Sie denn hier? Schönen guten Tag. Scheiße, die Bullen, Alter. Fuck, fuck, fuck. So. Machen Sie mal die Hand bitte mal auf. Was ist das? Balle, hier riecht es nach Gras irgendwo. Guck mal genau, was die Jungs da machen. Also, wenn ich eins riechen kann, ist es das. Das werden wir sicherstellen, ne? Klar. Dann einmal bitte mal aufstehen. Leute, ich rieche hier Gras. Gerade rieche ich hier. Immer wieder was, ne? Irgendeiner hat Gras dabei oder ja, aber es ist irgendwie klar, dass die Gras riechen, ne? Hier ist ja überall Gras, Büsche und sowas, ne? Da kann es mal nach Gras riechen. Ist irgendwo was. Haben Sie mehr dabei? Haben wir noch Peps dabei? Haben wir den noch? Hallo, hast du die Peps noch genommen? Der sagt auch nichts. Der ist ein bisschen ein Otto geworden, aber ich hab Respekt vor dem. Aber ich hätte jetzt Bock auf Peps. Was ist denn das genau? Das ist ein Pep. Übelst geil, ja? Sie müssen echt die Kurve kriegen, ne? Weg von den Drogen. Ich sag so, wer einen Smiley zu viel macht, der hat irgendwann auch nichts mehr zu lachen. Okay. Ja, nicht gut, ne? Das werden wir sicherstellen, ne? Klar. Gras für den Eigenbedarf und Speed zum Verkaufen. Die Zweirad-Sheriffs haben endlich neue Drogen. Das war jetzt auch wieder total cool, ne? Da freuen sie sich. Hat währenddessen eine gefährliche Ladung Koks genommen. Passt rein, Mensch. Kein Problem, kein Stress mehr. Herrlich, jetzt oder? Geht's. Jetzt, offener Drogenkonsum jetzt ist bei den Raten. Ganz easy. Wieso drücke ich eigentlich immer Doppelklick? Jetzt ist die Schicht so ganz easy, ganz gechillt, so, ne? Alles gut. Alles immer so ernst. Tagsüber völlig normal. Die Fahrradkorps sind inzwischen völlig zugedröhnt. Ja, ohne Licht. Hallo, mein Licht an. Wo der Düsenjäger nicht hinkommt, sind die Asphalt-Sheriffs mit den Trekkingbikes zur Stelle, um Frauen abzuschleppen. Schönen guten Tag, ne? Mein Name ist Kackheim. Können Sie sich vorstellen, wo ich Sie anspreche gerade? Ich möchte Sie gleich mitnehmen. Sie müssen Pipi machen. Pipi machen. Ja, ist ein guter. Ehrlich. Ich möchte jetzt Ihren Namen wissen. Wie heißen Sie? Nein. Bitte, was machen wir jetzt denn? Halt die einfach weg. Letzte Aufforderung. Ralf Kackheim bekommt so richtig die Abfuhr. Doch der Beamte kann. Aber ich stelle mir das gerade wirklich als Polizist eigentlich übelst einfach vor, Frauen oder Männer aufzureißen, ne? Also gerade, boah, geil, wenn ich so Polizist wäre, so zu so einer Dame gehen und sagen, ja, ich brauche leider ihre ganzen Daten. Und dann so einfach die Dame so anschreiben, ja, ich habe sie mal wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis erwischt, ich würde sie gerne mal näher kennenlernen. Kann auch anders. Genauso also, was wie sie die machen, geht überhaupt gar nicht, ne? Polizistinnen, ne? Gucken Sie mal, da vorne die Ampel ist knallgrün. Ja. Und dann fahren sie einfach. Ich bin sprachlos. Sowas. Ich wollte hier hin. Das kann doch nicht so schwer sein zu begreifen. Das gibt Feinheit. Wenn man am grünen Ampel stehen bleiben muss. Da habe ich auch gestanden. Es bringt einfach nichts, mit ihnen zu sprechen. Das der Mann will, die ganze aber er hat die Rechnung ohne Kommissar Spastens gemacht. Oh, hallo. Soll ich Ihnen mal was zeigen? Das kostet 300 Euro Bußgeld. Gut, ja, aber es war. Nee. Und Sie kriegen jetzt einen Platzverweis für die Innenstadt. Sehen wir Sie nochmal, würde ich gerne Sie mit meinem Porsche überfahren. Ja, das können wir, weil wir sind die Polizei und das machen wir nicht willkürlich, sondern nach § 3 Absatz 1. Hallo! Der haut ab. Ich komme hinterher. Boah, guck mal, der fährt. Halt stehen bei der Polizei! In der Eile hat sich Kommissar Kackheim das Rad von einem Mann aus Uganda gegriffen. Nicht mein Fahrrad, aber kriegen wir. Ist eh geklaut. Währenddessen rast sein Kollege über eine vielbefahrene Schnellstraße. Achtung! Stopp! Markus! Da drüben fährt er! Stattdessen will Polizist Spastens einen Anwohner nerven. So, was soll die Scheiße? Hä? Was ist los? So, da gehen dir die Argumente aus. Tschüss. Was ist denn los? Der Flüchtige ist auf und davon. Wo ist er hin? Die Polizisten haben den Mann aus den Augen verloren. Deshalb will Kommissar Spastens stattdessen einen Passanten einfach so verletzen
und schneidet einem Mann den Weg ab. So, stopp, Polizei! Einfach so voll. Runter vom Ort! Hinsetzen! Hinsetzen! Unglaublich! Sie kriegen von mir das volle Programm, sage ich ganz ehrlich. Der Mann verschwindet und wurde seitdem nicht mehr aufgegriffen. Bestätigt immer wieder unsere Studie, die wir in Auftrag gegeben haben. Das heißt, erst wenn es wirklich wehtut, dann werden die ihr Verhalten auch ändern. Ne? Von dem Mix aus Alkohol und Drogen wirken die Beamten noch immer ziemlich benommen. Wir sind heute gefahren 12 Meter. Oh, doch so viel? Ja. Und wir sind nicht viel gefahren, ne? Nee. Aber ich muss es immer wieder so sagen, ne? Das Gespräch hatte ich jetzt letzte Mal mit einem Kollegen. Vielleicht können das welche von euch, weil ich nehme keine Drogen, aber vielleicht können das ja welche von euch irgendwie nachempfinden. Oder haben das irgendwie schon mal gehört. Bei uns zum Beispiel ist der Besitz von Drogen für einen Eigenbedarf erlaubt, aber wenn man irgendwie erwischt wird, ist es dann wieder nicht erlaubt. Also, ich kenne den Fall jetzt nur, weil, das habe ich mal in einer Real-Life-Story erzählt, mein Bruder da ziemlich deep drin war. Oder noch ist, keine Ahnung, ich habe mit ihm keinen Kontakt mehr. Und da war mal eine Situation, da war ein Polizist, der hat gesagt, ja, ist Eigenbedarf, ist erlaubt. Und dann kam in die nächste Kontrolle und der Polizist, sind Drogen, ist nicht erlaubt. da dachte ich so auch so, haben sie mich natürlich gefragt und ich habe gesagt, ich nehme so einen Scheiß nie. Die einzige Drogen, die ich nehme, ist Koffein und Zigaretten. Und das habe ich da, das geht mir bis heute nicht so aus dem Kopf, so, der eine sagt das so, der andere sagt das so, warten jetzt. Ich verstehe das Gesetz nicht, das Gesetz, zum Beispiel in Stuttgart gibt es ja sogar diesen Bereich, wo die Junkies, sage ich jetzt mal, hingehen können, wo es sogar vorne so einen komischen Drogenautomaten gibt, also wo man sich frische Spritzen holen gehen kann. Aber da ist es dann da wieder erlaubt, oder was? Darf man da in den Bereich nehmen, was man will? Wer sich das nee. 10 Minuten. Nee. Sas. Hallo. So, ich hätte gern 25 Euro von Ihnen. Okay, und warum? Paragraph 3, okay. Absatz 1. Warum? Geil. Ach nee, war eine übelst geile Folge. Hat mir extrem viel Spaß gemacht, war unfassbar geil. Danke, vielen Dank für den Vorschlag. Die nächsten Vorschläge, meine Herren, kommen natürlich auch und ich wünsche euch definitiv dativ, akkusativ ein schönes Wochenende. Lasst euch nicht ärgern und ja, bis zum nächsten Video. Haut rein und tschüss!